Und weiter geht's bei Minecraft. Ihr seht keinen Texture Pack. Das liegt dran, weil 1.2.4 jetzt draußen ist. Aber es macht nichts. Die Mods sind jetzt auch leider weg, aber egal. So, wir waren ja dabei, unser Keller zu bauen. Dafür brauchen wir aber allerdings zuerst die richtigen Steine. Ich warte mal kurz, ich muss mal schnell die Musik anpassen. So, jetzt passt, okay. Hoffentlich ist es nicht zu leise oder zu laut, was else. So, bauen wir uns erstmal ein paar Steinziegel. Denn damit möchte ich den Keller, ja, die Wände des Kellers möchte ich so haben. Fangen wir einfach, wobei hier brauchen wir die eigentlich nicht, weil das sieht man hier ja nicht. Hier kann ich ruhig Kies oder Erde reintun. Ja, ich glaube, ich mache es mit Kies. Zack. Zack. Und ich habe eine neue neue Musik reingemacht, nämlich ein bisschen Pokémon-Musik. Wie ihr sicherlich hören tut's. Und zwar von den Städten her. Also die Städte der Pokémon-Welt habe ich mir runtergeladen. Die Musik halt. So, momentan hört ihr die Musik von der Zinnober-Insel aus Pokémon Blau, Rot und Gelb. Eine meiner absoluten Lieblingseditionen. So. Bauen wir erstmal die Wand hier. Zack, 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 zack. Ach Gott. Gott, verdammt. Ich sollte Gott nicht so oft verdammen, sonst passiert noch etwas. Haben wir noch ein paar Steine? Ich schau mal schnell nach oben. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Okay, 5 Ziegel, toll. Hier haben wir noch ein paar Steine. Sollen in den Ofen noch was? Hier haben wir ein paar Ziegel. Ich muss unbedingt meinen Skin mal ändern, weil der sieht ein bisschen pervers aus, sage ich einmal. Um es vorsichtig auszudrücken. Und ich mache mal kurz Pause. So, hier bin ich wieder. Hoppa, mitnehmen. Mal craften wir sie uns gleich, damit wir sie weg haben. Zack. Ach, die Musik ist aus Diamant und Pearl, die, weil ich sie nicht so besonders kenne. Okay, 1, 2, 3, 4. Und die Ziegelsteine gehören mir. Hä? Hier war gerade ein Höhlensound. Das kommt, wenn in der Nähe eine Höhle ist. Eine dunkle Höhle. Eine dunkle Höhle, Pokémon. Zack, 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 zack. Mit dem! Ich fürchte, wir müssen auch in dem Part Cobblestone farmen. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Zack, zack. Hier ist noch ein paar Fackeln hin. Ah, Skyrim-Musik. Auch ganz nett. Wir haben keine Steine mehr. Hä? Das waren nur meine Füße. Oh, es wird gleich Nacht. Naja, macht nichts. Es wird bald Nacht, also gib acht. Hahaha. Ja, wir können ja währenddessen ein bisschen die Landschaft ebnen. Ich frage mich, wie ich das jetzt machen soll mit dem Haus da. Soll ich das alles nochmal abreißen und eins niedriger machen oder. Ja, oh, der Baum ist jetzt zu einem großen gewachsen. Vielleicht sollte ich hier mal einen Angelsteg bauen. Ich glaube, das Bett nehme ich mal mit. Dann können wir ohne große Umschweife gleich pennen gehen, falls es Nacht wird. Und die Cobblestones auf einen Schlag gleich holen. Die kann ich eigentlich braten, die Pflastersteine. Haben wir Kohle? Ja, hier haben wir Kohle. Hier haben wir noch Bretter notfalls und boah, ja, wir haben genug Kohle. Okay. Eisen haben wir auch einen guten Vorrat. Knochenmehl. Die Schaufel kann ich mal mitnehmen. Zuckerrohr lasse ich da.
Das Ei, das lasse ich auch da. Hühnchen lasse ich da. Das Federchen lasse ich auch da. Damit können wir höchstens ein paar Creeper zum Lachen bringen. Einen Apfel, den lassen wir da. Okay, jetzt müssen wir ratzen. Ratzen! Ich bin müde. Müde. Ich bin so müde. Ich fall nicht um. Komm schon, ich will ratzen. Ratzen? Ratzen? Nein, nicht blocken, sondern ratzen. Ah, ja. Black and White Music. Karakusa Town. Heißt im Deutschen ja anders. Dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, da. So, das Bett nehme ich mit. Warte, ich soll mir vielleicht ein neues Griffin, weil falls wir sterben sollten, dann wird unser Spawnpunkt wieder anderwertig. Ach egal, was soll's. Wir kennen ja den Weg zu unserem Häuschen. Also warum ein Risiko eingehen? So. Monster sind ja keine unterwegs. Wir haben ja gepennt, bevor es Nacht wurde, bevor die spawnen konnten. Gehen wir jetzt ein bisschen Cobblestone farmen. Aber zuvor sollte ich vielleicht noch nachdenken und mehr Spitzhacken mitnehmen. Also gut, laufen wir wieder zurück. Ab ins Häuschen. Da bin ich ja förmlich aus dem Häuschen. Ein Crafting Table nehme ich mal mit. Warte, wir haben ja noch einen. Irgendwo. Ah, hier haben wir noch ein paar Steine. Die haben wir ja gerade rein. Ist hier vielleicht eine Truhe, eine Workbank hier? Ja, da ist sie. So. Hä? Was war denn das jetzt eben? Eine kurze Musik von Maragonia City und schon weg. Oh mein Gott. Mein Music Loader ist fehlerhaft irgendwie. Lädt die ganzen Daten falsch runter. Wahrscheinlich habe ich die neue Version nicht drauf. Kann vielleicht sein. Muss sie wahrscheinlich wieder patchen lassen. Dann geht der Schrott auch. Atmosphäre 3. Die ist aus Skyrim, Oblivion, glaube ich. Ich glaube eher Oblivion. So, wo ist denn unsere Farbenstelle? Ich glaube, ich sollte mal wieder was fressen. Lecker, lecker Steak. So, immer mit einer Schwertbewaffe durch die Gegend rumziehen. Hier ist nichts. Haben wir eine Schere? Ja, wir haben ja eine Schere, aber ich habe sie jetzt nicht mitgenommen, leider. So, hier ein bisschen Licht machen. Und dann fangen wir mal an, Cobblestone zu farmen. So. Falls ihr gerade irgendwas rappeln hört, mein Vater macht gerade Chili. Chili, ich liebe Chili. Lecker, lecker. Da gibt es eine Sauce-Block-Folge, da macht der Cartman aus den Eltern von so einem Typen Chili und lasst es den Typen dann fressen. Das ist die derbste Folge meines, die ich je gesehen habe in Sauce Block. Also ich habe ja schon alle Sauce Block-Folgen gesehen, alle auf Deutsch zumindest. Es kommen ja gerade englische Folgen noch heraus in der USA. Und das ist, glaube ich, die 16. Staffel. Ist ja vor einem guten Monat die 15. auf Deutsch rausgekommen. Das könnt ihr euch ja anschauen auf sourcepark.de, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Gott Diamant! Gott Diamond! Warum sagt ihr eigentlich Gott Diamond? Ganz einfach. Weil, die Amerikaner sagen ja Gott Damn. Und da habe ich mir den Spaß gemacht und sage einfach Gott Damn it. Also Gott Diamond. So, jetzt gönnen wir uns mal ein paar Eisenspitzhacken, damit das Ganze schneller geht. So. Zack, zack, zack. Und ich muss mal wieder um den heißen Brei quatschen, like Marcel Davis 1&1.de. Okay, hallo, ich bin Marcel Davis. Ich quatsche mal wieder um den heißen Brei. Der Brei, der ist heiß. Und ist halt ein Brei. Das nennt man heißen Brei. Versteht ihr? Hahaha, heißer Brei. Lustig, 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 lustig. Schon wieder lustig? Okay, ich sollte aufhören zu nerven. Weil mit solchen Sprüchen nerv ich immer meinen Bruder. Das ist total lustig.
Der regt sich dann immer so schnell auf. So, hier haben wir Kohle gefunden. Ja, nehmen wir sie einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Vielleicht könnte man daraus ja eine Mine machen, um tiefer in die Ebene zu gehen. Habe ich mal im Multiplayer gesehen, haben welche solche Minen gebaut. Jeder Spieler hatte dann seine eigene Mine, der wo halt auf dem Server als Mitglied war. Hatte eine eigene Mine. Und ja. Da haben wir halt uns immer in die Tiefen gegraben und so. Bis in den Bedrock hinein und dann wieder nach oben und nach unten. Bis ins Nirvana. Bis wir uns ins Nirvana rausgegraben haben. So, Deutsch richtig. Deutsche Aussprache 6. Zack, 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 zack. Alright. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Fast. Ja, wir haben 3 Stacks. Reicht doch nicht. Ich nehme mal noch ein Stack mit, dann müsste es reichen. Dann müsste es reichen und dann werden wir uns rächen. Muss mal kurz nachschauen, wie spät ist es? Ah, ist es Mittag, okay. Kein Grund zur Panik. Ich muss immer nachschauen, wie spät es ist. Da wäre eine Sonnenuhr ganz gut, aber für eine Sonnenuhr brauchen wir Gold und Redstone. Das haben wir momentan noch nicht. Dafür müssen wir uns tief unter den Höhlen graben. Bis in den Bedrock hinein, wo Diamanten zu finden sind und so. Seltenen begehrten Diamanten. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ach, die Musik ist aus Morrowind. Ah, habe ich vorher so gerne gezockt. So. Wie viele Stacks haben wir? 1, 2, 3. Ja, nehmen wir noch ein Stack mit. Hier ist ein bisschen Erde. Damit können wir wieder ein bisschen Terraforming betreiben. Und Pause. So, hier bin ich wieder. Das Türenklacksen war mein Bruder. Jetzt hat er mich genervt. Versteht ihr? Nerven. eins. Ja, gut. Den vierten Stack haben wir schon angefangen. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ich weiß es gar nicht, was ich quatschen soll. Mir gehen immer die Themen aus. Und wenn ich ein Thema anfange, dann kann ich nicht so viel darüber erzählen. Das ist voll blöd. Normalerweise würde ich jetzt Kacke sagen, aber das ist ein Let's Play. Da bin ich nicht so vulgär wie in Real Life. In Real Life gehe ich voll ab mit so Ausdruck. Da sage ich, hey Alter, du! Verpiss dich! Du Wichser! Haben wir jetzt? Nee, Spaß, sage ich natürlich nicht, ne? Das ist nur Assi-Spaß, so sagen höchstens nur ein paar 12-, 13-jährige, unreife Kids, die meinen, sie müssten Leute im Internet beleidigen. So, ja, was soll's, sie müssen es ja nicht genau ein Stack mitnehmen, ich glaube, das müsste reichen. Also zurück nach Hause, den lassen wir mal hier, den Crafting Table. Ich glaube, den markiere ich gleich den Punkt, damit wir ihn wiederfinden. So, es wird auch bald Nacht. Gut, haben wir ja zeitlich gut hinbekommen, das Farmen. Und jetzt machen wir mal den Freischwimmer-Abzeichen. Schaufel? Nein. Schaufel, Steak. Ne, Schnitzel, das ist ja ein Schnitzel, ne? Gebratenes Schweinefleisch. Wie hat sich das angesagt, Schnitzel? ich mag Schnitzel. Kriege ich ja Hunger, wenn ich dieses Schnitzel sehe, auch wenn es so ein Pixel-Schnitzel ist. So. Hallo, Weib, ich hab Hunger. Mach was zum Essen. Erstmal muss ich pennen gehen. Sonst spawnen da wieder ein paar Viecher. Aber zuerst tun wir unsere Beute brennen. So, hier kann ich eigentlich das mitnehmen. Das brauchen wir ja nur für ein Stack. Unten haben wir noch ein bisschen. Unten haben wir ja noch einen Ofen. So. Wo keine Kohle drin ist.
Und die Steine können wir uns gleich craften, da kommen zwar nur 3 raus, und die 3x4, ja, sind 12, okay. Jetzt sehen wir sie gleich. Nein! Oh Gott! Verdammte! Kacke! Los! Abbauen! So! Alright. Und wie spät ist es jetzt? Wir können jetzt noch ein bisschen die ganzen ein paar Sachen mitnehmen. Und das Efeu wächst langsam. Sieht ganz, ganz gut aus. Oder was meint ihr? So, nehmen wir mal die Eisenaxt. Und nehmen uns diesen Baum da noch schnell mit. Die Sonne geht unter! Wo ist mein Bett? Hab ich dabei, okay. Jetzt sehen wir es mal dort. Du kannst nur nachts schlafen! Deine Mutter kann auch nur nachts schlafen, haha! Seht ihr, die Sonne geht unter und... Albträume! Okay. Hier noch ein paar Steine. Während des Breaks platzieren wir einfach mal die Steine dort unten. Und wenn wir die platziert haben, können wir ja ein bisschen unsere Landschaft ein bisschen verändern. Aber nur ein bisschen. Nicht so hundertprozentig, sondern nur ein bisschen. Ein bisschen. Ja, wenn man eine Pizza isst, dann isst man die ja auch nur ein bisschen. Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, ich weiß. Aber mir fällt nichts anderes ein. So. Ja, es wird langsam. Sieht langsam nach was aus. Die Erde tun wir natürlich auch durch diese Steine hier umhüllen. Und eine Treppe bauen wir uns auch hin. Eine richtige gescheite Treppe. Mit so eine ulkige Scheiße da. So, Erde haben wir. Boah, wir haben hier viel Erde. Oh mein Gott. Wo habe ich denn die Erde her? Habe ich die irgendwo geklaut? Habe ich einen Banküberfall gemacht auf einem Gartengeschäft die Erde verkauft. So, jetzt setzen wir mal das Sand durch Erde. Dann können wir uns ein paar neues Glas machen oder Sandsteine. Dann machen wir es hier noch, damit wir eine schöne Ebene haben. Damit es nicht so asynchron aussieht. Asynchron, versteht ihr? Asynchron. So, mitnehmen. Warum sage ich mitnehmen? Was habe ich denn genommen? Schon wieder LSD oder was? Nee, Spaß beiseite. Ja, eine Schaufel ist kaputt. Macht nichts. So, nehmen wir mal das Sand hier mit. Und zwar alles. Kann nicht schaden. Damit können wir uns ein paar neue Sandsteine machen, die in der neuen Version eingeführt werden. Ich glaube, die kann ich euch gleich zeigen. So, also, craftet man Sand so, kommen ja Sandsteine raus, ne? So weit, so gut. Kennt jeder. Aber craftet man die Sandsteine wieder in den 4er Abstand, kommen diese Steine raus, die sind neu. Und zwar sind das glatte Sandsteine. Moment, ich baue mal einen klassischen, um euch den Unterschied zu zeigen. Verdammt, das ist wieder... So, das ist, also das ist der normale Sandstein und das ist der neue Sandstein. Der ist, das nennt man, der heißt glatter Sandstein. Oder so, keine Ahnung. Und der sollte, glaube ich, später in den Pyramiden, in späteren Versionen reinkommen. Es wurde dann auch noch so ein Hieroglyphenstein eingeführt. Also eingebaut im Spiel. Wo so Hieroglyphen sind, so Creeper-Gesichter oder so. Keine Ahnung, ich habe den nur einmal gesehen, den Block. Und ja, das wäre schon cool, so Pyramiden offen in der Landschaft, die man erkunden müsste. Und das wäre auch cool, so eigene Mobs zum Beispiel, so Schlangen oder so, das wäre auch geil. Oder Skorpione. Oder könnte man auch die Silberfische reintun, die sind ja momentan nur in den Festungen drinnen. Ah, Schaufel kaputt. Und wir haben keine neue, ist ja toll. Und warum habe ich diesen Block weggesetzt, egal. So, das ist jetzt eine Baustelle, müssen wir quasi ebnen oder so durch Erde ersetzen. Ihr wisst schon. So, ach, das sieht gar nicht so schlecht aus mit diesem Efeu, der übers Glas wächst.
Gute Idee von mir. Kevin hatte eine gute Idee. Müsst ihr aufschreiben. Nehmt euch am besten jetzt einen Zettel raus und schreibt, Kevin hatte eine gute Idee. Ich beleidige mich hier selber irgendwie, keine Ahnung. Aber egal. Was mache ich jetzt mit den Sandsteinen? Ich lage sie einfach mal, was soll's. Heben wir uns für später auf. So. Zack. Springen. Wobei, da oben muss ich eigentlich keine platzieren, weil wenn man die Decke platzieren, sieht man das ja auch nicht. Da kann ich die eigentlich wieder mitnehmen. Fackeln! Ohne zu fackeln, suche ich nach den Fackeln. Okay, meine Wortspiele sind scheiße, aber egal. Zack. Ah, wieder eine Musik aus Diamant und Pearl. Was kann er Wolf City? Sagt mir jetzt nix. Und da ist ein Stalos drauf. Ich schätze mal, also auf dem Bild her, von der Musik ist ein Stalos drauf. Das wird wohl die Musik sein, wo die Stahlarena ist, wo man zur Eiseninsel fahren kann. So, hier bauen wir Erde hin. Ah, die ist gar nicht schlecht, die Musik. Das oben kann ich wieder mitnehmen. Das haben wir umsonst platziert. So, so spart man sich tonnenweise Steine. So, dann bauen wir uns jetzt noch einen Weg nach oben. Ach, verdammt, da ist eine Fackel. Ach, egal. So, hier, mitnehmen. Du kommst mit. Egal, machen wir es mal so. Hier können wir drauf jumpen, ist ja wurscht. Hup. Ah! Oh, ich muss zum Arzt. Ich habe mir die Knochen gebrochen. Ah, ich finde den Sound so geil, wenn man Schaden kriegt. Ah! Verdammt, Doktor! Ich brauche Hilfe! Victory Road. Black and White. Siegestraße. Werden wir auch bald. Da kommt im Schwarz und Weiß Let's Play. So. Zack. Ach Gott. Gott, Diamond. Nein, nicht schon wieder. Das will ich doch gar nicht. Hier so. Ah. Welche Idiot hat da die Fackel platziert? Ich war's. Nein, was mache ich da? Ach, was soll's? Nein. Ich spiele Minecraft wie ein Profi. Echt jetzt? Boah. Wurde ja wie eine Katastrophe. Nein. Schon wieder ein Fehler. Wenn ich für jeden Fehler, den ich in Minecraft mache, 1 Euro bekommen würde, wäre ich Millionär. Was mache ich jetzt schon wieder? Ich habe echt was genommen. Ich mache hier nur Fehler. So macht man das. Verdammt. Wird's Nacht oder Tag? Hab jetzt nicht darauf geachtet. Hallo? Okay, es ist noch Mittag. Nachmittag kann man sagen. Müsst reichen. Zack und zack. Machen wir es hier auch gleich, nicht dass der... Na toll. Hauen wir alles mal wieder rein. So. Ach, da kommt ja die Wand hin. Was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Naja, wahrscheinlich war ich dauernd Quatsche. Da denke ich nicht so richtig nach und mache Fehler. Azuria City Musik. So, jetzt müssen wir neue Ziegelsteine haben. Und ich glaube, ich muss den Part auch langsam mal beenden, weil ich will den nicht überziehen, weil sonst habe ich wieder beim Rennen ein paar Probleme, wenn er so wieder lang wird. Hier kann ich eigentlich nachfüllen. Nein, kann ich nicht. Die Cobblestones habe ich unten gelagert. Ich spiele Minecraft wie ein Profi. Wie ein Profi. Ein Profi. Ich spiele Minecraft besser als Gronkh. Gronkh. Und mach so scheiß Fehler.
So, dann tun wir jetzt mal diese Pflastersteine in den Scheißofen hinein. Nein! So, oh mein Gott, wir haben noch einen Kohle übrig. Aber ist mir egal, wir warten einfach. Wieder und tun ihn rein. Na komm schon! Kohle verbraucht dich jetzt endlich, damit ich dich lagern kann. Ich will diesen Kohlebalken nicht hier in meinem Inventar haben. Hallo? Brenn schneller. Ja, also geht doch. Okay. Dann craften wir uns die gleich zum Ziegelstein. Und ich glaube, ich beende den Part jetzt. Bis dann. Servus.